bisschen Gufflerschleier. Gehst du zum Käseausgeben, ja? Ja, gerade drinnen und laufen die aufs Geld. Ja, da haben sie recht. Sehen Sie, ich kann das oft nicht fassen, dass es Frauen gibt, die noch Zeit haben zum Ratschen. Ja, da haben sie recht, ja. Ich würde sagen, mir pressiert es halt unbändig, weil ich möchte streben, wissen Sie? Möchten Sie klopfen? Ja. Sieh, dass es einer Frau so geht wie mir neulich. Sieh, das war eine Gaudi. Nein, ja, wieso denn? Ja, Sie, also denken Sie einer, ich klopf meine Matratzen. Mhm. Auf einmal bläht die Hausfrau runter. Jetzt muss einmal in Ruhe sein. Ihr müsst ja keinen Schierlinger Dreh haben, dass ihr gleich stundenlang klopfen müsst. Schau mal, das Hochnase, die Frauenzimmer. Sehen Sie, ich hab schon Kind, wie sie gar nichts gehabt haben, da haben sie noch Obst hausiert, nicht? Da sind sie mit ihren Zweiradler Mercedes in die Hefe umeinander gefahren, nicht? Ja, du schon, ja. Sie, und heute, wenn man es grüßt, dann tut sie, wie wenn unser einer die Masern hätte. Naja, die ist ja dümmer wie der Pfundsalz. Ja. Sie! Sie, jetzt hat sie auch so eine dicke Freundschaft mit der rothaarigen Amsel von Nummer 35 getrieben. Ja, sie, die passen zusammen. Okay, die hat doch den Mann bloß geheiratet, wie ein Geld. Eine solche Platen, wie der hat, bis hinterher. Ja, aber er hat schön, der braucht sich beim Friseur bloß abstammen lassen. Aber sie habe ich neulich beobachtet vom Fenster aus. Da hat sie ihre falschen Lockerl nicht drum gehabt. Ich hab vielleicht geschaut, sie, die schaut unfrisierter aus, als wenn ich einer bloß ein Schieberl gerade aufs Hirn aufgefeiert hätte. Ja, wollt's nicht sagen. Und die Ramslerin hat ihr neulich die Meinung gesagt. Um Gottes Willen. Also sie, wenn sie der ihrer Nullpferdkuschen eingefallen ist, vierte. Ich bin nämlich zufällig dazugekommen, wie sie geschrien haben, weil die eine einen Hut aufgehabt hat, gell? Ja. Dann sagt die Ramslerin im Vorbeigehen, das wundert mich aber, hat sie gesagt, dass ich für so einen greiseligen Hafen auch noch einen Deckel gefunden habe. Da hat die Rotfarbe dich geschrien, so, ja, freilich, wenn ich so einen Schwulschell hätte wie Sie, dann passen mir freilich keinen Hut. Okay, also die Rabass kein Gewand, nicht mehr solche Fetten hat die beieinander. Die erinnert mich, wie ein Schmolz auslassen. Glauben Sie es, die, wenn ich umschaue, möchte ich jedes Mal ein Prickel Brot dazu essen. Naja, das, da kann man nichts machen, gell? Nein, da sagt er gar nichts. Da sagt man kein Wort drüber. Ich meine, schließlich, das ist ja Veranlagung, nicht wahr? Ja, ja. Das kommt von denen, wie sagt man jetzt da gleich, das hat Ähnlichkeit mit den amerikanischen Dingen, wo da umeinander fliegen. Ah, die Drüsenjäger. Drüsen, von den Drüsenjäger. Ja, von denen kommt's. Das ist so, ja. Nein, weil sie so gemein ist, gell? Jetzt schon ein paar Mal hast du gesagt, mein Gott, sie werden ja alle bei Türen zu mir, gell? Ja. Bei ihnen muss man direkt Angst haben, sie stellen ja mit den Ellenbogen ein Loch ins Gewand rein. Ja, sie kann sich ja pflegen, sie kann ja schon dick werden. Die sitzt daheim und faulenzt und wartet, bis ihr ein Latteil vom Mannsgeld heimbringt, gell? Ja, freilich, und umeinander stehen und ratschen, das sind wir schon die Richtigen. Die sind die Richtigen, ja. Ja, wir haben schon eine Siebschaft heraus. No. Gott. Ja, stellen Sie sich vor, ich hab doch erwartet, dass ich zu meinem 30-jährigen Hochzeitsfest, nicht wahr, dass wir da von der Hausgemeinschaft ein bisschen was kriegen, nicht? Naja, weil wir es doch durch die Zeitung bekannt geben haben lassen und durch den Rundfunk, nicht wahr? Ja, was meinen Sie? Kommt nicht Meierin, der blauseidene Deutschland, ne? Und sagt recht spöttisch zu mir, sehen Sie, wir haben schon was vereinbart, wir haben gemeint, wir kaufen Ihnen was, aber was Schönes ist halt zu teuer gewesen und der Klump haben Sie selber einen Haufen. Sie? Das ist was, ne? Das ist gemein. Sie, ihr Sohn ist 3 Jahre auf Reisen gegangen, hat's mir erzählt. So, hab ich gesagt. Na, hat er halt einen schlechten Rechtsanwalt gehabt. Ach. Ja, Sie, was ich sagen will, haben Sie eine Ahnung, wie viel Uhr das ist? Ja, vorhin hat's 11 geschlagen.
Ja, mein Gott, dann kann ich eh nicht mehr klopfen, laut polizeilicher Vorschrift. Sondern ich kann kein Rindfleisch mehr holen, das wird mir nicht mehr fertig bis um 12, ich sag's ja. Ja, da rennen kannst du unterfallen. Sieh da, schauen Sie, da kommt jetzt Zuberin. Ich will Ihnen aber sagen, die, wenn uns beieinander stehen sieht, die ist so schlecht und sagt, mir haben Leute ausgerichtet. Ja, freilich, sowas, gell? Was? Die Leute sind ja so böse. Ja, wenn alle waren, mir zwar, nachher war's recht. Ja, nachher war's recht.